Die Isar ist eigentlich ein Lebensraum, ich sage mal, ein Lebensraum der Extreme. Ausgangspunkt ist sicherlich die Entstehung der Alpen. Das ist ungefähr vor 60 Millionen Jahren gewesen. Und so wie man sie heute sieht, ist entscheidend die letzte Eiszeit. Und in dieser Zeit waren hier gewaltige Gletscher da und haben sich tief in die Landschaft eingefräst, haben unter anderem auch das Isartal richtiggehend ausgefräst und das heutige Bild dieser Landschaft mal entstehen lassen. Und dann war es das Wasser. Das Wasser und viel Gestein, das aus dem Gebirge heraus transportiert wurde und hier heute die Kiesbänke geschaffen hat und das, worauf wir jetzt hier stehen. Es gibt so diesen Kick beim Kajakfahren in irgendwelchen Walzen oder Drops und das ist, macht mir sehr viel Spaß im Kajakfahren, genau. Was ich auch wichtig finde, dass man nicht irgendwie so mit dem Boot durch so Großstädte fährt, sondern dass man wirklich in der Natur ist und natürliche, spannende Stellen hat. Durch die starken Hochwässer wird immer wieder der Kies umgedreht und alles, was darauf gelebt hat, kann sein, dass es dann von einer Sekunde auf die andere an dieser Stelle weg ist. Und deswegen haben sich viele Lebewesen daran angepasst, sind also Spezialisten. Ein paar Meter hier unterhalb von uns ist die gefleckte Schnarchschrecke. Eine typische Art, die so halb zugewachsene, also noch nicht mit Gehölzen zugewachsene Kiesbänke besiedelt und ist eine dieser Charakterarten an der Isar. Eine andere Art ist zum Beispiel die Tamariske. Und beide Arten kommen in Deutschland in signifikanter Größe nur noch an der Isar vor. Die Tamariske gab es früher an fast allen Alpenflüssen in Deutschland. Heute eigentlich nur noch an der Isar, ein bisschen an der Ammer, ganz wenig am Lech und das war's dann schon. Und die Isar ist für diese Art eine Hauptverbreitung und an den beiden Arten hängen dann noch mehrere hundert. Also wir haben dann vor allen Dingen Arten, Orchideen haben sich hier in größerem Maß angesiedelt. Ungefähr 15 bis 20 Arten haben wir da an der Isar als Highlights. Und was man jetzt hier sieht, das ist dann die Entwicklung, die hier vorwärts gegangen ist, seit es den Sylvensteindamm gibt. Vorher war das blanke Kiesfläche und heute ist es Wald. Wir sprechen da von Schneeheide-Kiefernwald, der sich hier entwickelt aus Magerrasen raus. Immer noch sehr wertvoll, aber nicht mehr ganz natürlich, wie es früher mal war. Das Projekt Alpenflusslandschaften heißt mit vollem Titel Alpenflusslandschaften, Vielfalt leben von Ammersee bis Zugspitze. Das heißt, der Titel, der so ein bisschen sperrig klingt, sagt eigentlich schon, um was es geht. Also es geht zum einen um die Alpenflüsse,
Es geht darum, dass wir die Vielfalt dieser Alpenflusslandschaften erhalten wollen oder wiederherstellen wollen, wo es schon verloren gegangen ist. Und es geht eben um diesen sehr großen Projektraum zwischen dem Ammersee im Norden und der Zugspitze im Süden. Und dieser große Projektraum wird von mehreren Flüssen geprägt und die wichtigsten sind der Lech, die Ammer und das Isar-Loisach-System. Und zu diesen drei Flüssen arbeiten wir in unserem Projekt. Und wenn ich wir sage, dann ist es nicht nur der WWF Deutschland, sondern es ist eine Partnerschaft aus 18 Organisationen, die gemeinsam in diesem Projekt eben zum Thema Flüsse arbeiten. Es ist unser Anliegen, dass wir so die Naturschätze, die wir hier vor der Haustür haben, den Leuten auch wieder näher bringen, dass wir ihnen sagen, das ist wirklich was Wertvolles und das sollte man auch möglichst erhalten. Denn nur was die Leute kennen, wollen sie auch erhalten. Das ist so der eine Bereich. Dann geht es uns auch darum, dass ja in der Vergangenheit sehr viele Flüsse begradigt wurden und wir versuchen eben, wo es möglich ist, auch wieder kleine Teilbereiche wirklich zu renaturieren. Also den Flüssen wieder ein Stück mehr Freiraum zu geben. Und ein dritter Bereich ist, dort wo es eben nicht möglich ist, die natürlichen Verhältnisse wiederherzustellen, braucht es oft Pflegemaßnahmen, um die Artenvielfalt zu erhalten. Es gibt bei uns zwei Vogelarten, den Flussuferläufer und den Flussregenpfeifer, die sehr selten geworden sind, die diese Kiesbänke aufsuchen zum Brüten und von denen man unter anderem das Gelege, also die Eier im Nest, ganz schlecht sieht. Und wenn man dann drüber marschiert und das nicht sieht, zertritt man es oder die Eltern werden vertrieben und kommen sehr spät zurück. Die Eier kühlen aus, die Brut geht verloren. Ein Konflikt und da versuchen wir eben auch Lösungen zu finden. Also für die Isar war bei diesem sogenannten Flussgespräch, das wir da geführt haben, eben mit den Experten, war einhellig eben das Problem der Freizeitnutzung ein Problem, das immer drängender wird. Was jetzt nicht grundsätzlich ein Problem ist, denn es ist natürlich auch schön, wenn die Leute sich am Fluss aufhalten und das auch wertschätzen, was hier ist. Das wollen wir ja eigentlich erreichen. Das Problem ist aber, dass es immer mehr werden. Wir haben den Ballungsraum München und immer mehr Leute drängen an den Fluss, an die Isar. Ich sehe da so grundsätzlich allerdings noch nicht das Problem, solange man sich im Boot auch umweltbewusst verhält und nicht eben zum Beispiel den Fluss vermüllt oder sowas in der Art. Genau. Wir machen jedes Jahr im Herbst so ein Ramadama, wo wir mit den Kanadiern den Fluss runterfahren und den Müll am Ufer einsammeln. Wir sind ja alle Bootfahrer, wir sind alle Kajakfahrer und haben großes Interesse daran, dass weiterhin erlaubt wird, dass man Boot fahren darf auf der Isar. Was halten Sie denn von einem eingeschränkten bzw. kompletten Schlauchboot, Kajak, Bootfahrverbot auf der Isar? Also wenn man Naturschutz ernst nimmt, dann muss man tatsächlich darüber nachdenken, das Bootfahren und alles, was daran dranhängt, einzuschränken. Weil man wird in der Regel nie alle erreichen, es werden nie alle die Dinge einhalten wollen oder können, welche wir verlangen. Und meine Behörde ist derzeit tatsächlich dran, eine Verordnung aus der Taufe zu heben. Was erhoffen Sie sich denn von dieser Vereinbarung? Dann erhoffe ich mir zum Beispiel, dass es feste Ein- und Ausstiegsstellen gibt und dass vielleicht sensible Bereiche komplett gesperrt werden. Und oder zeitliche Begrenzungen? Also ich sehe jetzt nicht unbedingt eine Problematik, dass die Paddler den Fluss belasten, aber natürlich die Menschenmassen, die generell an die Isar kommen und dadurch halt ihren Schmutz liegen lassen und vielleicht anfangen zu grillen an jeder Stelle. Also ich glaube, es liegt eher dann an den Menschenmassen, die natürlich auch von dem Paddelsport dann herkommen. Genau. Und da müssen wir auch versuchen, dass wir die Firmen dann
ein Stück weit auf unsere Seite ziehen, auf die Probleme der Natur mit ihnen aufmerksam machen und ein Umdenken dorthin zu bekommen, dass sie sich naturschonend verhalten, gerade die Arten dann beachten, zu bestimmten Zeiten dann halt schlicht und einfach nicht auf die Kiesinseln draufgehen. Und wir haben uns jetzt gemeinsam im Projekt überlegt, wie wir das Thema angehen könnten. Und da gibt es eben jetzt unterschiedliche Ansatzpunkte. Also es gibt die Jugendsiedlung Hochland, das ist eine Bildungsorganisation. Die bieten momentan ökologische Schulungen für die kommerziellen Bootsanbieter an. Also die Rafting-Anbieter werden geschult, die Guides, damit sie wissen, auf was sie achten sollen. Und es hat sich da ein Netzwerk gegründet von Guides, die eben sagen, sie wollen tatsächlich nicht nur sicher unterwegs sein, sondern auch naturverträglich unterwegs sein. Denn wir glauben, ja, dass die Leute eigentlich oft gar nichts verkehrt machen wollen, aber dass sie schlicht und ergreifend manchmal nicht wissen, wann sie stören. Und wir denken halt, dass es wichtig ist, dass die Leute einfach selber Verantwortung übernehmen für den Naturraum, den sie auch nutzen wollen. Alle Arten sind meines Erachtens gleich viel wert. Und wir Menschen als diejenigen, die als Einzige im ganz großen globalen Maßstab die Natur beeinflussen, haben eine gewisse Verantwortung, auch alle diese Arten tatsächlich zu erhalten. Letztendlich ist es ja auch für uns als Menschen wichtig, unseren Lebensraum zu erhalten. Stellen Sie sich vor, Sie wollen Kajak fahren und Sie haben nur noch eine Rinne, links Beton, rechts Beton, unten Beton, was das für eine Natur wäre. Sie könnten vielleicht mit dem Kajak fahren, aber es wäre im Prinzip kein Erlebnis mehr dabei. Also auch für uns Menschen ist es wichtig, die Artenvielfalt zu erhalten. Und da gehört letztendlich alles dazu, was bei uns, wenn man so schön sagt, kreucht und fleucht. Der Unterschied zwischen einem natürlichen Fluss und einem Kanal ist natürlich da. Es ist also beides wildwassertechnisch auf jeden Fall spaßig, also macht auf jeden Fall beides Spaß. Ist natürlich trotzdem noch schöner außen in der Natur und ja genau, wenn man einfach merkt beim Kajakfahren, das ist so naturgegeben alles, das ist natürlich, macht nochmal schon so einen Reiz aus, das ist natürlich sehr schön. Ja. Also Kajakfahren und naturschonendes Verhalten lässt sich eigentlich schon miteinander verbinden. Dadurch, dass man auch ein wenig mehr aufmerksam wird durch das Kajakfahren, was so wichtig ist zum Beispiel für die Natur. Also wenn ich am Fluss fotografiere, ist für mich wichtig, dass das Wasser klar ist, dass die Wasserfarbe schön ist und dass wenig Verschmutzung dort ist und vielleicht auch nicht zu viele Menschenmassen. Was schon sehr interessant ist und was auch zeigt, wie besonders die Natur um den Fluss ist. Und das ist, lernt man kennen und dann lernt man auch, stellt man fest, dass die Natur eben schützenswert ist. Und dass man, deswegen habe ich auch diese Einstellung, denke ich mal, weil ich einfach viel in der Natur bin und viel auch hier am Fluss bin und dann dadurch irgendwie erkennen, wie toll die Natur ist und dass man das einfach so erhalten muss.